anstatt den Flieger zu nehmen, ein paar Zentimeter zurückzufliegen. Nein, ich lasse mir das Ganze auf den Kopf fallen. Hallo und herzlich willkommen zur 224. Folge Planet Nomads. Ja, es ist eigentlich so ziemlich viel schief gegangen in den letzten Folgen. Ich habe es jetzt aber geschafft, unser Schiff wieder umzudrehen. War echt eine schwere Geburt. Auf die Idee hätte ich natürlich früher kommen können. Einfach auf einer Seite die Antriebe abzuschalten. Und dann im Grunde zu warten, dass es kippt. Aber okay, mittlerweile habe ich das gemacht und wir fliegen wieder in normale Richtung. Vielleicht wäre es besser, wenn man mit E aussteigen kann, nur wenn man auch am Boden ist. Denn wenn ich jetzt versehentlich die E-Taste drücke hier und mir das Ding dann auf kaputt geht oder auf den Kopf landet oder wie auch immer, ja, ist wohl, denke ich, nicht mal so ganz im Sinne des Erfinders. Keiner steigt aus Versehen aus dem Flugzeug aus. Wäre ein bisschen unrealistisch. Und von daher fände ich es eigentlich gut, wenn das nur am Boden geht. Oder ich eine Zusatztaste drücken muss, wenn ich das in der Luft machen will. So, aber egal, wir sind auf jeden Fall in der Nähe von unserem nächsten Notsignal. Hier ist er auch mal wieder so ein bisschen am Ruckeln. Ist aber nicht tragisch, können wir, denke ich mal, im Augenblick mit leben. So, 600 Meter, 700 Meter. Ja, ansonsten hätte ich nämlich versucht, irgendwo an der Bergwand hängen zu bleiben und deswegen umzukippen im Grunde. Aber ich befürchte mal, das hätte auch so nicht funktioniert. Befürchte ich, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, das geht natürlich, dass man auf einer Seite die Triebwerke, damit es dann runterhängt, die Triebwerke deaktiviert, damit es dann runterhängt. Es hat funktioniert und das ist jetzt die Hauptsache. Wir haben zwar eine ganze Folge damit verdaddelt, aber okay. So, noch 300 und Meter. Aha, und da ist ein neues Signal, was wir vorher noch nicht gesehen haben. So, hier direkt am Berg scheinen zumindest schon mal keine Nester zu sein. So, auf der anderen Seite, also ich sehe... Doch, da hinten, von diesen komischen Kugeln. Und da von Steinewerfern. Okay, komm, erstmal schnell raus. Das ist ein Überlebenspot. Wieso ist der? Hat der so ein Notsignal ausgesendet? Oh, da haben wir was gefunden.
Okay. Ich wusste es doch, dass dieses blöde Vieh mich angreift. So, jetzt sind die Richtung, da sind gerade mal 180. Sehe ich das richtig? 180 Meter. Ist natürlich richtig doof, dass wir hier so viele Gegner haben. Aber wir haben auf jeden Fall schon mal was gefunden, was uns vielleicht ein bisschen weiterbringt. Und wie man sieht, da sind tatsächlich noch weitere Signale. Hey, nicht umkippen. Langsam dunkel, das ist nicht so schön. Da ist nichts drin. Also hier ist nichts Interessantes, was ich so bisher gesehen habe. So, was wir jetzt machen werden, hier landen, ja klar, aber mal so ein bisschen rumgucken, ob hier noch irgendwo was zu sehen ist. Scheinbar nicht. Und dann schlafen wir einmal. Ist nichts weiter. Wo bin ich denn jetzt? Hier. Gut. Jetzt gucken wir mal. Ich würde sagen, dann fliegen wir als erstes nach unten. Weil es macht ja mehr Sinn, jetzt hier so einen Bogen zu fliegen, als jetzt erst dahin und dann da und dann quer rüber. Also eigentlich strikt Richtung Süden. So, sehr schön.
Wir haben ja auch ein Alien-Absturzsignal gefunden. Das könnte dann auch noch eventuell ja, neue Teleporterpunkte für uns da bereithalten. Da fällt mir gerade ein, das Ding haben wir uns noch gar nicht angeguckt, was hier, was ich jetzt im Inventar habe. Was in dem einen Dings drin war, in dem einen kleinen Container. Das wäre ja auch nochmal interessant zu erfahren, was das ist, was da für Informationen drauf gespeichert sind. Was sind das? 1,3 Kilometer noch? Ah, endlich wieder Licht. Kilometer, jetzt steigen wir mal ein bisschen hoch. Also ich muss sagen, dieser Planet ist wirklich sehr, sehr erdähnlich. Es gibt doch sehr viel Wasser. Allerdings wohl kein Salzwasser. Oder ist das komplett alles Salzwasser, dass es deswegen gereinigt werden muss? Keine Ahnung. Denn das Wasser so dürfen wir ja nicht trinken. So, 750 Meter noch. Das heißt, es ist nicht auf dieser kleinen Insel oder Halbinsel, was das hier ist, sondern es ist hinten auf dem Festland. Oh, 600 Meter noch. Das könnte dann sogar schon wieder Wüste sein. Meter. Ah, an dem Baum wollen wir mal ein bisschen vorbei, jetzt hat er gespeichert, ein bisschen vorbeifliegen. Den brauchen wir ja nicht unbedingt hier umhauen. So, 250 Meter. Im Augenblick sehe ich, da hinten ist ein Nest, aber hier in der Richtung. Sehe ich jetzt noch keins. So, ein bisschen runter. 100 und Meter. 70 Meter. 50. Oh, über die Steine weg. 25 Meter. Dann landen wir hier.
Hier regnet es, okay. Zack. Hier ist auch schon mal wieder was. Das scheint auch noch eine Absturzstelle zu sein hier. Wie hier die Trümmer rumliegen. Das ist ein Triebwerk. Und Triebwerke in dem Sinne kennen wir noch gar nicht. Oder können wir noch gar nicht bauen. Also von daher... Klasse. Aber hier haben wir so ein... So eine Fluchtkapsel. Die ist definitiv leer. So, aufpassen, dass wir hier nichts auf den Kopf kriegen. Zwischen so ein bisschen oder ja, so daneben. Internal bleeding detected. Nein, ich sage es noch. Ich sage es noch. Oh Mann. Ja, nun. So, müsste die letzte sein. Anstatt den Flieger zu nehmen, ein paar Zentimeter zurückzufliegen. Nein, ich lasse mir das Ganze auf den Kopf fallen. Ich schaff's immer wieder. Ich weiß nicht warum. Dann können wir das hier mittlerweile auch mal lesen. Ne? Okay, also wieder auf Englisch.
Okay. Jo, damit haben wir den Zustand wieder gerettet. Ja, das ist der Vorteil, dass wir hier die Stasis-Kammer drauf haben und hier im Grunde respawnen können an der Stelle, wo wir dann noch gestorben sind. So. Ach. Hier wollte ich ja auch gleichzeitig noch so ein Teil bauen. Einmal scannen. Das ist eigenartig, wie sich das Ding im Sand dreht, ne? Ohne dass es Spuren hinterlässt. So, Scan ist wohl fertig. Jawohl. Gut, dann kann das Ding wieder weg. Und wieder auf geht's. Ja, wir wieder auf geht's. Schon klar. So, drehen. Und wir fliegen zur Alien-Abschutzstelle oder Alien-Notsignal. In 1,1 Kilometer. Aber das machen wir nicht mehr heute. Das machen wir in der nächsten Folge. Schön, dass ihr da wart. Mich würde es freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Lasst einen Daumen da, einen Kommentar. Vergesst es aber nicht. Bis dann. Tschüss.